Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur neuen Wochenbotschaft der Engel und zwar vom 9. bis zum 15. Dezember. Und ja, ich begrüße euch alle ganz, ganz herzlich und auch die neuen Abonnenten herzlich willkommen. Schön, dass du den Weg hier zu meinem Kanal gefunden hast. Und ja, falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Wiebke Gottschalk und ich unterstütze Menschen dabei, ihre Blockaden ja mit Energiearbeit zu lösen und ja, helfe dabei, dass sie ihre spirituellen Talente entfalten können. Und das mache ich mit meinen Seminaren, mit meinen Workshops und Energiekreisen. Genau. Ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude mit den Karten für die nächste Woche. Und wir sind ja voll in den Portaltagen drin. Und in dieser Woche betrifft es die Tage vom 9. bis zum 14. Also konstant. Schaut euch auch gerne mein Portaltage-Orakel an. Und da könnt ihr noch mal sehen für die Tage, was es da noch für Bedeutung gibt, was die geistige Welt uns da noch für Botschaften mitgeben möchte. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude mit dem Orakel. So, meine Lieben, und da sind wir auch schon. Ich habe uns mal zwei Lichter angezündet von dem kleinen Mini-Adventskranz hier. Und ich habe heute Karten, und zwar für das Kollektiv eine Botschaft von der Heike Bender, Göttinnen Lichtbotschaften für die komplette Woche. Und auf jeder Seite haben wir auch noch jeweils eine Karte von der Heike, eine Karte von meinen Karten, Flow der Engel, Linda Giese, das Tarot der neuen Zeit und neu dabei die Energy Cards von Energy Plejaden Cards von der lieben Andrea Patisch. Die sind dabei diesmal. Da geht es um Plejaden Energien von den Plejaden. Und die Andrea hat mich auch in ihr Zoom eingeladen. Also wer unser Interview noch nicht gesehen hat, schaut es euch gerne an. Es ist auf meinem YouTube-Kanal zu finden und auf ihrem. Und ja, da kommen vielleicht auch noch ein paar neue Zooms zu anderen Themen, was Energiearbeit betrifft. Also ja, seid da gespannt. Wer sich sowas gerne anhört, da könnt ihr gerne immer mal wieder vorbeischauen. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir. Für die Energieübertragung, wer da dranbleiben möchte, arbeite ich dieses Mal mit meinem Set Heilung der Engel. Das machen wir dann zum Schluss. Und da machen wir dann die Energieübertragung für die kommende Woche. Die Karten lege ich uns schon mal hin. Und dann kannst du schon mal intuitiv schauen, welche Botschaft für dich heute die stimmige ist. Und dafür haben wir auf der rechten Seite meine Pyramide mit dem Engelsymbol auch. Und auf der linken Seite die andere, das sind beides Maya-Pyramiden. Und schau einfach mal, welche Seite dich heute ja mehr anzieht. Achte da einfach auf dein Bauchgefühl und ja, lass dich nicht von deinem Verstand leiten, sondern einfach von deinem ja, von deinem Bauchgefühl. Und ja, komm einfach ein bisschen zur Ruhe, atme noch mal tief ein und aus. Und entscheide dich für eine Seite. Wenn du möchtest, kannst du das Video auch kurz anhalten. Ja, und dann fange ich an mit der Karte von der Heike. Was haben wir für eine allgemeine Botschaft? Und da kommt die Vollendung. Aber ihr habt es gesehen, ne? So derart, wow. Also Vollendung, ne? Es geht um die Vollendung in der nächsten Woche. Und da lese ich euch vor, was die Heike dazu schreibt. Mal gucken, ob ich es gleich finde. Ja, und die Heike, die schreibt dazu, denke daran, es ist bereits fertig, es ist bereits vollendet, genau in diesem Moment, wo du dies liest. Der nächste Moment ist schon nicht mehr derselbe, der er jetzt gerade ist. Vollendung ist genau jetzt.
Du bist die wahre Vollendung in deiner wunderschönen göttlichen Präsenz. Ja, also das geht wirklich nochmal so um so Themen, glaube ich, auch um den Perfektionismus. Ja, also wenn du gerade etwas in Planung hast, etwas planst, dann achte wirklich darauf, da nicht zu perfektionistisch zu sein. Weil, wie gesagt, wie die Heike das auch so schön sagt, es ist bereits vollendet, ja. Und auf höheren Ebenen, ja, ist es auch meistens schon so, ne, wo die Engel auch immer zu uns sprechen aus diesen Ebenen. Da gibt es ja auch keine Zeit oder keinen Raum. Und da sind ja unsere Wege auch schon beschritten, sage ich immer so schön. Und darum geht es in der kommenden Woche. Also, ja, schau mal, wie du da in diesen Themen so drin steckst. Also, dass du da dich nicht so festbeißt an so perfektionistischen Sachen. Also sei in der kommenden Woche nicht so zwanghaft, sondern lass die Energie einfach mehr fließen und lass dich auf die Dinge ein, ohne sie kontrollieren zu wollen. Das kommt mir so durch, ist ganz wichtig in der nächsten Woche, sondern lass dich auch mal auf Veränderungen ein, die sich in der nächsten Woche wirklich einstellen können. Und lass dich wirklich darauf ein. Das darf sein. Und es muss vor allem nicht so sein, wie du dir das vorstellst. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir an mit der Maya-Pyramide. Und ich ziehe mal die erste Karte von den Energy Cards. Und das sind Energien von den Plejaden. Und diese Energie, die begleitet uns dann über das Reading oder in der ganzen Woche. Ja, die werden dir jetzt auch mit dem Ziehen der Karte gesendet. Und da zeigt sich dieses Symbol Silre. Und da schaue ich jetzt mal, da sind nämlich Erklärungskarten dabei bei der lieben Andrea. Und da sage ich dir jetzt, was das bedeutet. Ja, und Silre bedeutet Frequenzerhöhung, ja. Also das heißt, bei euch jetzt auf der linken Seite werden die Frequenzen nochmal, wird die Schwingung nochmal erhöht. Ne, das kann sich natürlich auch so auch zeigen. Wir haben ja natürlich viele Portaltage in dieser Woche. Da ist sowieso diese Schwingungserhöhung angezeigt. Kann natürlich bedeuten, dass bei dir da wirklich niedrig schwingende Energien nochmal stärker sichtbar werden, wie Wut, Angst, dass du gereizt bist, dass du in der Woche echt schnell auf 180 bist. Und dann denk immer wieder an die Wochenenergie, komm wieder runter und ja, nimm es nicht so an und lass dich auf diese Schwingungen eben ein. Die zweite Karte von der Linda. Oh ja, da zeigt sich die Hohepriesterin. Und das ist ja eine von drei Schutzkarten auch im Tarot. Das heißt schon mal, der Schutz ist sehr stark da in der kommenden Woche für euch alle auf der linken Seite. Und ist eine große Arcana-Karte. Und die Hohepriesterin, da lese ich dir jetzt auch die Botschaft vor, die Linda hier in ihrem Büchlein geschrieben hat. Und die sagt, zu der Hohepriesterin, na wo ist sie? Da. Erhöhte Spiritualität und Begegnungen mit Menschen aus deiner Seelenfamilie sind nun für dich an der Tagesordnung. Es scheint sich alles zu deinem höchsten Wohle zu fügen. Kein Wunder, denn du befindest dich in einer Lebensphase, in der du die Hohepriesterin gezogen hast. Sie ist eine von drei Schutzkarten im Tarot. Sie wird dir helfen, deine Seele zu heilen und dafür zu sorgen, dass du ganz unbeirrt deinen göttlichen Seelenplan folgen kannst. Die Erweckung deiner Spiritualität, Bewusstseinsanhebung und Vertrauen sind die sich zurzeit verwirklichenden Energien in deinem Leben. Ja, also passend mit dem Silre zusammen, also mit der Schwingungserhöhung, also du wirst da auch geführt. Ja, die geistige Welt ist da sehr stark an deiner Seite und achte einfach drauf, was passiert in den verschiedenen Bereichen, weil du da einfach geführt wirst in deine Themen rein. Also hat alles so seine Richtigkeit. Nur du musst dich halt drauf einlassen. Also ich spüre da bei dir irgendwie so einen starken Widerstand zu dem, was ist. Und die Karte von der Heike, ja,
sagt auch nochmal, ne, die Gelassenheit, der Gelassenheit auf der Spur. Also generell geht es für dich darum, wirklich in die Gelassenheit, in die Ruhe, in die Entspannung zu kommen, was ja auch in der Zeit, jetzt Adventszeit, auch sein soll. Und komm da wirklich immer mehr rein und fahr dich jetzt immer mehr zurück auch in dieser Zeit und nutze auch wirklich diese Adventszeit, in die Ruhe, in die Stille zu gehen. Nimm dir auch die Auszeit, wenn du es brauchst, und das eben halt auch jeden Tag, ne? Flow der Engel, da schauen wir jetzt nochmal in Beruf und Berufung rein, was sich da noch zeigt. Und auch da geht es darum, da hast du auch keine Geduld. Ja? Also generell geht es wirklich darum, du willst, dass alles schneller vorangeht, und diese Zeit bremst dich jetzt so ein bisschen aus und sagt dir die Karte auch, wenn du keine Geduld hast, entspanne. Nochmal der Hinweis für dich, dass du in die Entspannung gehen sollst, in die Gelassenheit. Ja? Du wirst alles schaffen, was du dir vorgenommen hast. Der Himmel öffnet nun die richtigen Türen für deinen Erfolg. Lege alle Selbstzweifel nun ab und gehe mutig weiter. Du bist auf dem richtigen Weg. Mit Leichtigkeit erreichst du dein Ziel. Alles ist immer möglich. Also die Woche ist für dich wirklich so eine Herausforderung, an deinem Mindset zu arbeiten. Und zwar, dass du einfach entspannter wirst, ja, dass du deine Einstellung änderst zu dem, was du bisher gedacht hast, ja, also komm da immer mehr Leichtigkeit, Entspannung, das sind diese Wörter, die du hast, und du wirst es trotzdem alles schaffen, ja, mit einer Gelassenheit und einer Ruhe, und alle neuen Sachen, die jetzt da wirklich zu dir kommen, die werden dir gelingen, ohne Zweifel, ja. Das ist wirklich eine ganz schöne Energie. Ich lege jetzt nochmal die Pyramide drauf, dass die Energien nochmal wirken. Und also seid gespannt auf die nächste Woche und kommt immer wieder in die Ruhe. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und dann sind wir schon auf der rechten Seite und fangen auch wieder an mit der Karte von der Andrea, Plejaden Energy Cards. Und da zeigt sich Lamia. Und da schaue ich auch in ihren Erklärungen, was das bedeutet. Ja, und die Karte bedeutet, es geht um die innere Kindheilung bei dir, ja, oder bei euch. Alle, die jetzt die rechte Seite gezogen haben, kommen nochmal Sachen hoch, mit dem inneren Kind zu tun haben können. Und seid einfach wachsam, was sich da zeigt. Ja, vielleicht möchtest du auch Meditationen machen zu dem Thema. Ich habe ja auch die Meditation gemacht, jetzt diese Lichtmeditation. Und da geht es auch ein bisschen um innere Kindarbeit, dass du wieder dieses innere Kind mit ins Boot holst, wenn du sehr versteinert bist. Also die würde ich dann auch empfehlen, diese Lichtmeditation, die ist super gut, auch mit Feenenergien, die uns wieder mit dem inneren Kind verbinden, wenn du Lust hast. Also die fällt mir da gerade spontan zu ein. Dann die Karte von Linda, und da zeigen sich für euch die zwei Stäbe. Die Stabenergie steht ja generell für das Feuerelement, also da geht es um das Feuerelement und den Solarplexus, der Tetraeder ist hier oben eingezeichnet, also Lebensfreude. Passt auch zu den innere Kind-Themen, ne? Wenn du da noch Sachen offen hast, dann ist es jetzt Zeit, wirklich auch mit dem Solarplexus dann daran zu arbeiten. Und die Botschaft von den zwei Stäben ist, du schwankst zwischen Sicherheit und Leidenschaft. Nimm dir Zeit für diesen Prozess, denn nun wird der Samen für deine weitere Entwicklung gesät. Egal, ob du den sicheren Hafen mit kontinuierlicher Überschaubarkeit wählst oder aber die leidenschaftliche Freiheit, das Unbekannte und das empfundene Wagnis. In beidem wirst du dich wohl und sicher fühlen. Hier gibt es kein richtig oder falsch, sondern das Leben fragt dich, wie willst du dich in deinem weiteren Leben fühlen und weiterleben? Wie willst du deinem Leben in der Zukunft gestalten? Wenn du dich für beide Seiten entschieden hast, sage voll und ganz Ja zu deiner Entscheidung und denke nicht mehr über die Alternative nach. Ja? Also bei dir geht es auch in der nächsten Woche um Entscheidungen, die zu treffen sind. Ja? Und
Auch darum, wenn du dich für eine Alternative entschieden hast, dann steh auch dazu und guck nicht mehr nach der anderen Seite, sondern es geht wirklich darum, jetzt eben auch eine Entscheidung zu treffen. Das kann alle Lebensbereiche betreffen. Ich denke, wenn du die rechte Seite gewählt hast, dann wirst du wissen, um welche Entscheidungen es da geht. Hat auch mit Sicherheit zu tun. Also lass dich da wirklich auch drauf ein und springe, wenn du irgendwas dir vorgenommen hast, weil das Leben führt dich jetzt wirklich zu den richtigen Personen und zu den richtigen Menschen auf jeden Fall hin. Und dann schauen wir uns die Karte von der Heike noch an für euch. Und da kommt nämlich auch reich beschenkt. Wow, ja, also wenn du diesen Weg gehst, den Weg des Herzens, dann wird dich das Universum dafür auch reich beschenken, belohnen. Also es wird funktionieren, was du dir da vornimmst, auf jeden Fall. Und die Botschaft von der Heike dazu, da schaue ich gerade noch mal rein, was sie dazu geschrieben hat. Das finde ich jetzt noch spannend. Und die sagt dir, du bist ein Geschenk. Es ist dein Geschenk, an dem du reifen darfst. Du wirst daran wachsen, mit dem Ziel immer ein Stück näher der allumfassenden Liebe und deiner Leichtigkeit zu kommen. Es ist an der Zeit, deinen Reichtum zu betrachten. Und vielleicht ist auch jetzt die Zeit gut dafür, Danke zu sagen. Ja, also schau auch, was du in deinem Leben schon erreicht hast. Und vielleicht machst du dich auch gerade so ein bisschen runter, oder denkst, du hast vermeintlich den falschen Weg gewählt. Und also ich habe hier bei dir auch wirklich so Gefühle von Selbstzweifel, ja, auch alte Glaubenssätze, die immer noch wieder hochkommen. Deswegen zeigt sich auch dieses innere Kind-Thema nochmal. Also es sind noch alte Glaubenssätze, die du jetzt wirklich loslassen darfst in der kommenden Woche. Ne? Geh da wirklich reflektiere das nochmal, was da ist. Also da sind wirklich noch alte Glaubenssätze. Ich bin nicht gut genug, ich mache das nicht richtig, immer mache ich alles falsch. Und sehr starke Selbstzweifel hier auf der rechten Seite. Und schau mal, dass du das in der nächsten Woche da, dass du dich darum wirklich kümmerst, was das noch ist, was noch aufgelöst werden kann von alt. Und auf dem beruflichen Thema schauen wir nochmal Flow der Engel. Genau, und da wird dir jetzt auch nochmal gesagt, es ist Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Du entscheidest ab jetzt, welchen Weg du gehen willst. Ne? Auch nochmal der Hinweis für eine Entscheidung. Passt mega gut zu den zwei Stäben. Wow, ich bin gerade wieder geflasht von den Karten. Auch wenn andere dein Umfeld, deinen Weg nicht verstehen können, ja, rechtfertige dich nicht für deinen Weg. Ne? Es ist individuell und dein Weg ist es. Und stehe dazu. Und die Karte gibt dir jetzt auch nochmal die Kraft dazu. Und da steht auch, liebe, was du tust oder ändere es. Ja, das kann jetzt im Beruflichen sein. Wenn du deinen Job gerade nicht magst, dann ändere es. Also übernimm die Verantwortung. Komm aus diesem Jammern raus, sondern übernimm die Verantwortung. Und wenn du den Job nicht mehr magst, dann mach einen anderen, dann bewirb dich woanders. Es ist immer möglich. Das sind wirklich auch, da werden auch wieder die alten Glaubenssätze angesprochen, dass du das nicht kannst oder dass du zu alt bist, denken ja auch viele, ich kriege jetzt keinen Job und es ist immer alles möglich. Und solange du den anderen noch hast, kannst du dich immer irgendwo parallel bewerben und einfach vielleicht auch deinen Marktwert zu testen. Ja? Und niemand muss in einem Job bleiben, der ihm nicht gefällt. Ne? Und schau einfach so mal da über diese ganzen Themen noch mal drüber. Also da wirst du ganz viel auflösen können jetzt in der kommenden Woche. Denkt aber bitte auch dran, es ist fast voll mit Portaltagen. Ihr könnt natürlich in den Bereichen auch getriggert werden, ne? Dass dann alte Kindthemen hochkommen, alte Glaubenssätze hochkommen, an der Arbeit wieder ein Thema hochkommt, wo du getriggert wirst von Kollegen, von Chefs, ne? Dass du wirklich noch mal gespiegelt kriegst, hier bin ich nicht richtig. Ja? Und dann guck wirklich, wo ist jetzt die Entscheidung zu treffen. Und es ist einfach für dich wichtig, die Verantwortung zu übernehmen. Aber auch Grenzen zu setzen, ganz klar. Also bei euch hier auf der rechten Seite nehme ich das ganz stark wahr. Setze Grenzen, wenn dir etwas nicht passt und sag da auch ganz klar Stopp und deine Meinung. Ja, also ich denke, die Woche wird ganz gut nochmal transformierend sein für beide Seiten. In allen Themen wird das nochmal ordentlich aufgewühlt werden. Wir haben ja auch 10 Tage am Stück, also schaut mal, wie es dieses Mal auf euch wirkt. Ich bin auch schon gespannt.
weil im letzten Monat, die 10 Tage, fand ich sehr anstrengend. Und ja, ich bin gespannt, wie es jetzt sein wird. Und ich ziehe uns jetzt noch eine Karte, wer bei der Energieübertragung gleich noch dabei sein will, von dem Kartenset Heilung der Engel, was noch wichtig ist als Energie für die nächste Woche. Und dann mache ich die Energieübertragung damit. Ja, und was zeigt sich jetzt? Wow, die neuen Erfahrungen. Also da wollen wirklich neue Sachen zu uns, neue Wege zu uns und zu denen wir natürlich dann auch oder lernen sollen, dazu zu stehen. Und ja, da wird dir auch noch mal gesagt, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Also scheint wirklich Zeit für neue Wege zu sein. Öffne dich für neue Wege, für neue Lösungen und ja, und schaue nach vorne und nur zurück, um zu sehen, was du bereits geschafft hast. Also zweifle da nicht an deinen Entscheidungen, die du bisher getroffen hast, sondern ja, wachse über dich hinaus und ja, mach dich nicht schlecht für das, was du getan hast. Alle Entscheidungen, die du in der Vergangenheit getroffen hast, waren richtig, weil sonst hättest du sie anders getroffen. Also gib diese Zweifel jetzt ab, diese Schuldgefühle jetzt ab und ja, guck einfach nach vorne, übernimm die Verantwortung für das, was jetzt kommen soll. Und ich übertrage jetzt die Energien von der Karte zu euch. Und wenn du mitmachen möchtest, dann stell deine Füße auf den Boden und atme tief ein und aus. Ja, und schau mal, wo in dir jetzt noch eine Anspannung zu fühlen ist. Und dann geh mit deiner Aufmerksamkeit in diese Körperstellen und atme bewusst, ja, dort hinein. Ja, die Energien fließen und ja, jeder nimmt es anders wahr. Und lass alle Gedanken gehen. Nimm sie wahr, halte sie aber nicht fest. Lass sie einfach weiterziehen wie kleine weiße Wolken. Und lass dich auch in der kommenden Woche nicht von deinem Gedankenkarussell aufhalten. Nimm die Gedanken wahr, aber glaube nicht jeden Gedanken, den du denkst. Ja, wunderbar, eine sehr schöne erdende Energie. Und ihr könnt es auch immer noch mal diese kurze Energieübertragung in der Woche nutzen. Spult einfach noch mal vor und ladet euch kurz auf mit den Energien, wenn ihr die Probleme habt. Ja, ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne in die Energiekreise kommen. Diesen Monat gibt es ja zwei: einmal die Energie der Engel, wo wir uns auch noch mal damit beschäftigen, die alten Energien zu klären, zu reinigen und aber auch uns auf das neue Jahr vorzubereiten energetisch. Und die Rauhnächte, der Energiekreis ist natürlich auch für diese ganz besondere Schwingung, diese 12 Nächte, an denen es auch noch mal 12 Energieübertragungen gibt. Also wenn du das spürst, also du spürst das, wenn du diese Energie benötigst, dann melde dich gerne noch zu den Energiekreisen an. Also die sind auch in diesem Monat sehr unterstützend energetisch. So, ihr Lieben, da sind wir schon am Ende angekommen. Ich hoffe, das Orakel hat euch gefallen und hat dir die nötigen Impulse gegeben für die kommende Woche. Und ja, schau auch gerne bei meinem Dezemberangebot dabei. Vielleicht ist für dich was dabei. Ich habe so ein bisschen zum Beispiel das halbe Stunde Reading reduziert um 10 Euro. Und zum Hoodie gibt es diesmal die Meditation dabei, die auch im Energiekreis für den Dezember dabei ist. Ja, mache 2020 zu deinem Glücksjahr. Eine super schöne Vorbereitung auch auf das neue Jahr. Und ja, schaut einfach auf meiner Homepage mal vorbei. Da sind die Angebote auch zu finden. Und ansonsten kommt gerne in meine Facebook-Gruppe. Lasse dein Licht strahlen. Da läuft ja auch aktuell der Adventskalender, in dem ihr jeden Tag was gewinnen könnt. Und ja, ich wünsche euch eine super schöne Woche. Lasst euch nicht stressen und ja, bis ganz bald. Tschüss.